Willkommen zurück zu Resident Evil 3. Ach Leute, ich sag's euch, ich liebe dieses Projekt. Es ist einfach von Herzen geil, das Spiel. Und ich finde das so schön, dass ihr das so feiert. Ich habe ein wunderschönes Kommentar bekommen, um hier gleich mal zu starten, von dem guten Jared Let's Play. Der hat nämlich geschrieben, da ich nun vor knapp 3 Jahren deinen Kanal abonniert habe, ohne es bis heute zu bereuen, dennoch aber nie einen Kommentar hinterlassen habe, muss ich das nun nachholen. Es gibt viele Let's Player, die sich aber meiner Meinung nach oftmals in einer gewissen Weise so verhalten, wie es die Community erwartet, beziehungsweise wie der derzeitige Hype sich verhält. Die Tatsache, dass du 1000 Abonnenten hast, die deinen natürlichen, abwechslungsreichen, ruhigen und sachlichen Stil zu schätzen wissen, beweist deren guten Geschmack und beweist zudem, dass du alles richtig machst. In dem Sinne, mach weiter so und spiel weiterhin mit Leidenschaft und Humor. Ich hoffe, dass wir uns noch Jahrzehnte an deinem Kanal erfreuen dürfen. Das freut mich ungemein. Vielen Dank, dass sowas geht runter wie Öl. Eine Mail weiter habe ich dann einen Kommentar gelesen, wie war es? Das war ja mal wieder sowas von Hirntod, du Affe oder so. aber es freut mich, dass manche ja dann doch mit meinem Stil was anfangen können. Wobei ich ja ehrlich gesagt sagen muss, dass bei Resident Evil 3 failmäßig gut, es gab ein paar witzige Fails, vor allem wenn ich mir dieses Explosivteil angucke. Aber mal davon abgesehen, haben wir das ganz gut gerockt, dafür, dass es blind und hart ist. Bisher kann ich mich nicht beschweren. Da habe ich schon deutlich öfters gefailt bei manch anderen Games. Auf jeden Fall danke für das Kommentar. Es ist, freut mich natürlich sehr, wenn man schon so langjährig auch einfach schon dabei ist. Da könnte ich ja noch einige mehr aufzählen, aber... Bitte jetzt den Rahmen hier im Let's Play sprengen. Aber immer, man muss einfach ab und zu mal jemanden grüßen. Das gehört einfach für mich dazu. Es ist halt jetzt so, weil ich hier täglich aufnehme. Es ist 4-5 Tage manchmal, bis ich dann wieder auf eure Kommentare schriftlich reagieren kann. Und dann mache ich das einfach gerne und erwähne das auch im Let's Play. Falls ihr das als störend empfindet, so nach dem Motto, ach komm, spiel jetzt, hör auf zu lesen, dann könnt ihr mir das auch sagen, dann lasse ich das. Habe ich die jetzt genommen oder nur blöd angeguckt? Ich habe sie genommen, okay. Ach ja, genau, da war ja mein Paradies. Das nehme ich natürlich auch noch mit jetzt. Die Sache ist jetzt die... Ich brauche jetzt erstmal einen Hinweis, wie das jetzt mit dem Brunnen geht. Deswegen darf ich mich jetzt nicht nochmal davon drücken und muss das blöde Wasser. Ich komme keine Fischgegner, ich hasse Fischgegner, Resident Evil. Okay. Moment, was ist das? Referred to Destruction to train the pool. Das wäre doch mal ein Ziel. Das ist das, was wir vielleicht tun sollten. Nicht da mit dem Brunnen rumspielen. Wie blöd. Okay, also die 2 schwarzen rechts oben, 2 weiße links unten und das in einer gewissen Anzahl von Zügen, wenn ich es richtig gesehen habe, was die ganze Sache dann natürlich anspruchsvoll macht. Mal gucken. Los geht's. Also im Grunde genau umgekehrt. Im Grunde muss ich die Dinger genau umdrehen. Aber ist das wirklich ein Problem? Ich meine, ich kann doch immer nur... das schieben, was offen ist. Wenn ich jetzt die einfach einmal im Kreis drehe... Ah, ne, so einfach ist es nicht. Reicht nicht. Okay, es ist wirklich Anspruch. Jetzt darf ich nicht mehr drehen, ja. Das brauche ich gar nicht zu starten, aber ich muss es anscheinend starten. Okay, also so einfach ist es nicht. Da muss ich diagonal damit arbeiten. Das bedeutet im Klartext, ich mache den so und dann muss ich den... weißen darüber. Dann schiebe ich den dahin. Den dahin. Blub. Blub. Das war's doch schon. Und das war jetzt einfach. Gut. Also können wir das mit dem Brunnen einfach ignorieren?
scheint fast so. Hat da jetzt gerade was geleuchtet? Ach nee, das sind Regentropfen, die auf den Boden fallen. Na gut. Okay, dann runter mit uns. Ich hoffe, da unten ist es nichts allzu Böses. Ja, da steht das Wasser natürlich noch in der Kanalisation. Zu dunkel? Ja, ich will es vielleicht auch gar nicht sehen, was da ist. Ach komm, ich hasse sowas. Hätten sie das jetzt nicht lassen können? So, Moment. Wenigstens kann ich rennen. Was zum Teufel passiert da? Schau ab. Ich kann doch nicht abhauen. Ich muss... Schau. Ist das alles hier eklig? Wartet mal. Oh Gott, das ist... Also da machen sie jetzt wirklich eine eklige Kanalisation. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mich falsch verhalten. Ich hätte einfach undurch, ne? Einfach undurch. Das ist jetzt mein Ziel. Ich hoffe, die kleinen Viecher sind weg. Ja, die kommen natürlich auch noch raus. Da hinten ist Mama oder was? Nee. Ah, da sind auch noch mehr von den Viechern. Okay, die mache ich jetzt aber nicht. Da renne ich jetzt einfach durch. Raus da, raus da, raus da. Hallo, benutzt du... Ja, das Ding wollte mich gerade anspringen. Aber da hinten wäre vielleicht noch was gewesen. Da hinten links. Das muss ich jetzt leider nochmal überprüfen gehen. Und gleich rüber. Ajo, komm. Ah ne, da ist gar nichts da hinten links. Shit, habe ich mich verklotzt. Das hat so ausgesehen. Da ist nichts mehr. Okay, gut. Okay. Schauen wir uns um. Ich höre nichts. Sind wir jetzt auf dem Friedhof? Ah, was? Ach du. Hi! Die Toten kommen aus ihren Gräbern heraus und verlieren ihren Kopf. Ja, gleich neben dem Park ein Friedhof, auch nicht schlecht. Warum auch nicht? Okay, ja. Das fand ich jetzt eben cool, wie der aus dem Grab rausgestiegen ist. So richtig klassisch. So richtig Zombie-like. Das fand ich super. James Otto. In loving memories of his family. The James. The Otto. Da liegt der Otto. Oh, schade. Ich hab gedacht, die liest jetzt alle vor. Sag bloß, dieser James Otto wird wichtig, weil das der einzige war, den du gelesen hast. Ah, ne, das große lest du bestimmt auch noch. Das kann ich aber selbst ohne ihre Hilfe lesen. Da steht nämlich Vater. Hey, treffen, Mädel. Okay, muss ich merken, das Auto-Aim funktioniert noch nicht, wenn die Zombies noch nicht ganz aus ihrem Grab gestiegen sind. Aber eigentlich ist es unlogisch, ne? Dass Zombies aus ihren Gräbern hier rauskommen. Also... Die sind ja schon lange hier drin, ne? Und, ja, eben deswegen. Die wurden ja nicht erst kürzlich infiziert und dann begraben. Ich meine hier, ja, 1986. Und er steigt aus seinem Grab. Ja gut, vielleicht war es ja nicht er. Der Alfred Kanz. Ich bin mal gespannt, ob das noch wichtig wird. Weil Jill hat in dem Spiel so wenig kommentiert, da muss ich dem jetzt schon wieder Beachtung schenken, dass er das jetzt liest. So, die roten Kräuter sind natürlich auch wieder ein Fest. Mitgenommen. Können wir gleich eins mixen. So. Okay, sonst. Hier noch lang. Da kommt der nächste. Die nächsten raus. Ja, ich hab Zeit. Mit meiner super dollen Wumme könnt ihr selbst rennen, würdet mich nicht bekommen. Ach, und ich finde die Quit-Chance bei der Waffe einfach so göttlich. Es geht so ratzefatz hier. Wir haben noch so viel Muni. Ich liebe es.
richtig gelesen? Da liegt ein Patrick. Viel mehr wird nicht gesagt. Wo guckt sie denn wieder hin? Zu den Zombies. Die haben nichts für dich, Jill. Die sind tot. Keine Sorge. Moment mal. Kann ich da durch? Nee. Also, theoretisch müsste da durch können, aber sie will halt nicht. Mhm. Und hier kommen wir... Ah, hier habe ich den Schlüssel gebraucht. Dann habe ich ja von der Reihenfolge alles richtig gemacht. Okay. Ja, das Haus des Totengräbers. Oh, der schöne viele Sachen für mich hat. Ich hoffe auch eine Kiste, sonst kann ich hier kaum was mitnehmen. Was ist das denn? Tools are placed here. Eine Schaufel oder was? Oder eine Waffe? Jetzt macht es das Spiel wieder spannend. Es ist eine Eisenstange. Mhm. Könnte man auch als Nahkampfwaffe benutzen. Aha, okay, oh Mann, ich brauche hier eine Kiste. Bitte lass hier eine Kiste rumstehen. Ich will das Zeug mitnehmen. Weil das ist 2x A, 2x B. Da können wir wieder ein paar Freeze Rounds machen. Hm. Dann hätte ich nämlich noch einmal so eine... Dann hätte ich 9 Stück. Das wird noch einmal für Nemesis reichen. Denn der kommt garantiert nochmal. Aber ich kann das jetzt gerade nicht mitnehmen, ärgerlicherweise. Ich bin zu voll mit Blödsinn. Das lohnt sich nicht. Die 2 Slots könnte ich eigentlich A und B. Dann hätte ich ein C. Ja, dann hätte ich keinen Platz mehr für die zweite Komponente. Ich bräuchte noch 1 Slot mehr. Ich hätte die Eisenstange noch nicht mitnehmen dürfen. Das fällt mir jetzt natürlich wieder auf. Na gut, ich hoffe einfach mal, dass da jetzt kleine Kiste kommt. Und mir das Zeug nicht wegrennt. Okay, cool. Ach, guck mal, was da liegt. Ach, ja, jetzt fühle ich mich wieder gut. Super, also Heilungsprobleme AD. Perfecto Mundo. Perfekt, perfekt. Da wollen wir gleich mal basteln gehen. Nehmen wir uns das gar nicht großartig auf. Magnum-Munition ist natürlich auch was zum Feiern. So, dann kann das weg, dann kann das erstmal weg und du kannst weg. Die Eisenstange, ich überlege gerade, wofür wir die gebrauchen könnten. Die will doch nicht ernsthaft an den Gräbern irgendwie? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder will sie mit der Eisenstange das Schloss einfach aufbrechen? Das könnte auch sein, ne? Dass wir gar keinen Schlüssel brauchen. Die Muni kann ja mal weg. So, was mache ich jetzt noch? Ich weiß halt nicht. Kommt jetzt eventuell das Finale, dann würde ich jetzt noch Magnum dazu und natürlich die Free Sounds. Das kann ich jetzt halt nicht beurteilen. Wir gehen einfach mal davon aus, dass noch ein Stück kommt. Ich will dementsprechend jetzt noch das Reloading-Tool schnell mitnehmen. Ach komm, wo ist es dann? Bin ich wieder blind? Hey Leute, achso, da unten ging es noch weiter, deswegen. So. Ich werde jetzt noch nicht speichern, ich hole jetzt erst das Zeug. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Okay. Also, wir haben die Nummer A. A. B und B. Das Ganze wird jetzt gemixt zu Z. 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 Und da. Kombinieren. 10! Cool! 10 Stück. Das reicht definitiv nochmal für eine Nemesis-Konfrontation. Das ist halt die Frage, jetzt schon mitnehmen, Magnum mitnehmen, uns auf alles gefasst machen oder eben nicht. Ich weiß es nicht.
Oh, ja, komm, den nehmen wir mit. Wir können doch den so viel reinladen, wie wir wollen, ne? Okay, perfekt. Dann nehme ich den jetzt mit. Sicher ist sicher. Eine Heilung. Oh, komm, noch eine zweite. Wer weiß, was kommt. Und dann ist gut. Ja, das nehme ich dann mit. Jetzt erstmal speichern. Ich habe ein gutes Gefühl. Ah, und es ist jetzt auch 100%. Wir werden ein Replay im Livestream machen, im Spezial-Livestream. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Erstmal Parasite Eve 2 zu Ende bringen und das Spiel fordert mich deutlich mehr wie Resident Evil, finde ich. Vor allem dieser Bounty-Mode. So. Und so rennen wir jetzt weiter. Wir haben ja noch 5 Minuten. Wir teasern noch an, was außerhalb des Parkes kommt. Heißt halt nur, dass ich da wieder durch muss. Da kann jetzt halt wieder sonst was passieren. Ich sollte langsam machen. Da ist nichts. Das sieht so aus, als... Ne, sagt's auch nichts dazu. So, wenn jetzt hier wieder Tote aus ihren Gräbern kommen, werde ich sie nicht machen. Weil ich hier wohl nie wieder hin muss. Okay. Da unten rennen wir wieder durch. Das hat ja... Hinzu ist ganz gut geklappt. Besser. Logisch. Aber egal. Juhu, kommt von allen Ecken und Seiten. Ha! Gekonnt wie hier, gekonnt wie. Aber eigentlich auch nur Zufall. Okay. Hat sich doch mal gelohnt. Wollen wir noch den Brunnen zum Abschluss anmachen? Ich meine, den habe ich jetzt nämlich auch gefunden. Das ist das Teil da, aber... Kann ich ihn rein theoretisch noch anmachen? Ja. Ach komm, den Spaß gönnen wir uns jetzt noch. Und zwar alle Viere, komm. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, das Ding da unten. Die zwei Schwarze müssen in die Mitte... Das mache ich jetzt. Ich meine, warum nicht? Spaß muss sein. So. Vielleicht hat es sogar eine Bedeutung. Ich meine, das Ding ist noch zu benutzen. Wie war das jetzt? Oh Gott. Ich glaube so, ne? Mal gucken. Ui. Ist es nicht wunderschön, was ich kann? Guck mal, ob es irgendwas bringt. Ist da irgendwas rausgeschossen da bei der Fontäne oder? Nee, ne? Einfach nur schön. Ja. Haben wir toll gemacht. Na gut. Ich bin glücklich. Ich habe den Brunnen angemacht. Hat sich dadurch auch nichts verändert. Soll ich noch ein blaues Kraut mitnehmen? Oder? Vielleicht mit Frösche kommen nochmal? Nee, wir verlassen den Park. Ich glaube nicht, dass mich jetzt nochmal was vergiften wird. Hier ist alles noch ruhig. Wer weiß, ne? Also wenn wir jetzt Nemesis nicht gemacht hätten, ob der uns dann hier noch verfolgen würde? Keine Ahnung. So. Hier ist wieder der Froschspaß. Diese ganzen Tiere, die da sind, die erinnern mich auch an etwas. Ich glaube, ich denke gerade an Resident Evil Zero. Ein Rätsel mit den Tieren. Oder auch an Cryo 4, da gab es im Park auch so Viechers. Aber na gut. Leute,
Wir sind am Ende. Jetzt gucke ich mal, ob das überhaupt mit der Eisenstange funktioniert. Vielleicht hat sich Jill das auch irgendwie was anderes drunter vorgestellt. Aber ich denke noch mal, dass das funktionieren wird. Nein! Tut es nicht. Ich kann da nichts aufbrechen. The gate of Raccoon Park, it's locked. Tja. Pech, ne? Vielleicht muss ich doch an den Gräbern rumdoktern oder so. Ich würde mal vorschlagen, dass wir das nächste Mal herausfinden. Wenn es wieder heißt, Let's Play Resident Evil 3.